Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem Video zu GTA 5 Online. Meiner Stimme, der geht's erstaunlich gut, muss ich sagen. Ihr wisst es ja, ich bin krank, beziehungsweise irgendwie hat's auf die Stimme geschlagen. Und heute war ich in Phantasialand, bin 5 Jahre lang keine einzige Achterbahn gefahren. Und heute war ich in fast jeder Achterbahn drin und im Freefall Tower. Das heißt, ich habe mir echt die Seele aus dem Leib geschrien. Aber noch geht's. Wir hoffen, dass uns das natürlich in den nächsten Videos erhalten bleibt. Ne, wir drücken einfach mal die Daumen. Auf jeden Fall, das interessiert euch jetzt wahrscheinlich gar nicht. Ihr habt wahrscheinlich aufs Video geklickt wegen dem Titel. Es gibt neue Informationen zum Nightlife DLC. Denn was ist passiert? Eigentlich ist nicht so viel passiert. Denn gestern am 17. Juli, das war der Dienstag, sollte das Nightlife DLC ja eigentlich erscheinen. Dazu muss man aber auch sagen, ich habe eigentlich für mich selber gewusst, dass das nicht passieren wird, weil Roxy Games hat halt nichts gesagt. Kein Trailer, kein Newswire-Post, gar nichts. Aber jetzt gibt es da halt, wie gesagt, neue Informationen zu. Und ich würde sagen, ich fange direkt mal damit an, damit wir es hier wirklich so schnell wie möglich hinter uns haben. Wenn dir ein Video gefällt, weißt du, was du tun kannst, kannst du mir gerne mit einem Daumen nach oben zeigen oder auch den ganzen Bums hier abonnieren, den Kanal. Für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Auf jeden Fall sagen sie im Newswire folgendes, seht aber auch gerade auf dem Bildschirm. Weitere Informationen rund um die Clubszene gibt es in Kürze. Super also. Ihr wisst, was das bedeutet. Rockstar Games wird jetzt in Kürze das Ganze dann ankündigen. Ich persönlich schätze, das wird dann am Donnerstag oder am Freitag soweit sein. Dann wird es da entweder einen offiziellen Newswire-Artikel geben. Das bedeutet, da wird höchstwahrscheinlich der Release-Date genannt. Da gibt es Screenshots, da gibt es eine Menge Text, was man machen kann. Oder vielleicht auch, das wäre natürlich noch cooler, wenn wir direkt einen ganzen Trailer bekommen. Aber da muss man sagen, in der Vergangenheit hat Rockstar Games das mal so gehandhabt. Mal gab es vorher einen Trailer, mal gab es erst am Release. Release einen Trailer. Die Sache ist irgendwie zum Release, finde ich einen Trailer immer unnötig. Dann kann man das Ganze natürlich selber ausprobieren. Von daher fände ich es natürlich cool, wenn wir einen Trailer bekommen würden. Aber ich denke, wir können uns sicher sein, dass es da einen Newsartikel geben wird, voller Informationen mit Release-Datum, Screenshots und ja, kleinen Einblick natürlich. Und das wird schätzungsweise am Donnerstag bzw. Freitag soweit sein. Man muss leider sagen, sie haben nicht geschrieben, weitere Informationen rund um die Clubszene wird es noch diese Woche geben. Sie sagen in Kürze. Allerdings denke ich, es wäre unlogisch, bis nächste Woche uns warten zu lassen, weil sie schreiben halt in Kürze. Und naja, in Kürze ist für mich eigentlich nicht nächste Woche, wenn wir ja erst Dienstag hatten, als wir das geschrieben haben. Von daher denke ich, es wird diesen Donnerstag bzw. Freitag soweit sein. Es gibt auch noch eine aktuelle Eventwoche dazu. Die ist am 23. Juli zu Ende. Das ist der Montag. Das würde dann natürlich auch nochmal unterstützen, dass das Nightlife DLC dann eine Woche später rauskommt, in 6 Tagen, nämlich am 24. Juli. Das ist auch wieder ein Dienstag. Natürlich logisch, weil ja, DLCs kommen halt immer an einem Dienstag raus bei GTA. Und die Eventwoche wäre dann natürlich auch noch zu Ende. Meine Fresse, wie viele Nachrichten bekomme ich gerade eigentlich? Habt ihr das gehört oder ich weiß es nicht. Dann haben sie noch was dazu geschrieben, was vielleicht auf den Inhalt noch mal ein bisschen anspielt, sage ich jetzt einfach mal, denn sie haben geschrieben, professionelle Kriminelle, die sich auf die Eröffnung der Nachtclubs und Geldwäschemöglichkeiten durch illegale Unternehmen vorbereiten können, ab sofort und bis zum 23. Juli die notwendigen Schritte einleiten, um diese Woche von Königsmacherboni und erheblichen Immobilienrabatten zu profitieren. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich sagen, Hashtag was, wie hilft uns das denn jetzt im neuen DLC weiter? Nun, sie schreiben halt, bei der Eröffnung der Nachtclubs. Das bedeutet, es wird auf jeden Fall mehrere Nachtclubs geben. Aber was noch viel wichtiger ist, dass sie schreiben, und Geldwäschemöglichkeiten durch illegale Unternehmen. Das bedeutet, ich denke, wir werden noch viele weitere Läden außerhalb der Nachtclubs bekommen, um halt illegal das Geld waschen zu können. Das bedeutet, das ist halt eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht so im Hinterkopf hatten. Vielleicht gibt es dann neue Sachen, die wir auch kaufen können, neue Immobilien, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so einen kleinen Hotdog-Stand, vielleicht einen Anziehsachenladen, vielleicht aber auch solche Sachen wie zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, der Zulieferer für den Nachtclub oder sowas. Das kann man sich dann natürlich noch überlegen, aber sie sagen halt, Geldwäschemöglichkeit durch illegale Unternehmen. Das bedeutet, da wird es dann meiner Meinung nach neue Sachen geben, denn das liest sich aus diesem Text auf jeden Fall schon so heraus. Mehr Informationen gibt es bis jetzt noch nicht, aber die Informationen, die ich euch jetzt gesagt habe, sind offiziell von Rockstar Games. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch gerade alles vorgelesen, was Rockstar Games dazu gepostet hat. Aber es gibt natürlich auch noch mal eine neue Eventwoche. Da habe ich ja gerade schon kurz von geredet. Da gibt es natürlich auch wieder Rabatte. Die blende ich euch jetzt auf dem Bildschirm an. Das heißt, ich sage jetzt nicht jeden einzelnen Rabatt, weil das ist, denke ich, relativ langweilig. Aber es gibt halt zum Beispiel 50% Rabatt auf die CEO-Büros, 50% auf Biker-Clubhäuser. Das bedeutet, könnte man schon machen, weil da kann man dann noch mal ein bisschen mehr Geld farmen. Dann gibt es natürlich noch mal Rabatte zum Beispiel beim Tuning, was Auto angeht. Also Turbo, Getriebe, Bremsen, Federung, Spoiler und so weiter und so fort. Und dann auch noch mal Rabatte
auf Fahrzeuge und auch nochmal auf Waffenverbesserungen. Aber wie gesagt, ich habe es euch ja gerade die ganze Zeit eingeblendet. Und von daher würde ich euch da empfehlen, nutzt das Ganze nochmal, denn ich denke mit ja, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es am 24. Juli dann soweit sein. Aber dann müssen wir da als erstes den Newswire einfach im Blick haben, beziehungsweise die Trailer im Blick haben. Sollte es aber dazu natürlich neue Informationen geben, dann werdet ihr die natürlich hier mit als erstes erfahren. Und wenn ihr am allerersten das erfahren wollt, sage ich mal, wenn ich das weiß, dann folgt ihr mir einfach auf Instagram, auro_cursig dort, denn sobald ich irgendwas Offizielles sehe, poste ich das direkt in die Story. Und natürlich habe ich da noch eine Story und Post und so weiter. Ihr kennt Instagram, muss ich euch jetzt nicht erklären. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich danke dir fürs freundliche Zusehen. Und wie gesagt, wenn dir das gefallen hat, weißt du, was du tun kannst. Daumen nach oben, abonnieren, bla bla blub. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Und bis wir uns wiedersehen, sage ich einfach mal. Ciao.